Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines ITV-Coachings. Heute wieder mit einer Leserfrage. Ihr seht, ich habe mich extra hier frisch für euch rasiert. Sehe aus wie so ein Hooligan. Aber ich denke, ihr könnt darüber hinwegsehen und einfach die Infos genießen. So, hier schreibt mir ein User, Mark heißt der, über YouTube. By the way, ihr könnt mir natürlich auch immer eure Fragen stellen, nur rechnet bitte nicht damit, dass sie beantwortet werden, denn ich beantworte wirklich dann nur Fragen, wenn ich denke, dass sie auch für alle Leute interessant sein könnten. Wenn ihr dann eine Garantie haben wollt, dann führt der Weg halt über meine Webseite, über ein Telefoncoaching. Okay, aber zu der Frage. Servus Max. Freut mich, dass dir die Videos von Unibook Obama gefallen haben. Ich hoffe, dass du trotz der Umbrüche in deinem Leben Zeit und Lust mir auf diese Nachricht zu antworten. Ich habe eigentlich die besten Chancen bei solchen Frauen, die ich etwas besser kenne, also Frauen aus dem Bekanntenkreis, Kommilitonen und so weiter. Eben bei Frauen, die ihrerseits mich besser kennen und denen ich im Gegensatz zu Frauen auf der Straße nicht komplett fremd bin. Zurzeit sind das Frauen, die ich noch nicht mal beim Namen kenne, sondern nur durch etwas Smalltalk und vom Sehen und die im Hörsaal oder Tutorium, wenn ich Fragen stelle oder beantworte, etwas von mir mitbekommen. Ich bin, glaube ich, auch ziemlich gut darin, Blickkontakt aufzubauen und zu halten und eben nicht verschämt zur Seite zu gucken, wenn die Frau Blickkontakt erwidert. Ich bilde mir ein, relativ viele IOIs, das heißt Anzeichen von Interesse von der Frau, zu bekommen und neugierige Blicke bekommen. Wenn ich etwas frage oder erbitte, sind diese Frauen oft sehr hilfsbereit und gesprächig. Okay, erstmal ist es gut, das ist auch so die erste Übung, wie ich auch angefangen habe, den Blickkontakt zu halten. Das können die allerwenigsten Männer und ich habe auch sicherlich 2-3 Wochen gebraucht, um mir das irgendwie abzugewöhnen, dieses typische, eine Frau guckt in deine Richtung oder du guckst die Frau an und sie guckt dann in deine Richtung und du zack, guckst direkt zur Seite. Neben der Tatsache, dass es natürlich schwer ist, sich innerhalb kurzer Zeit einer Frau erfolgreich zu verkaufen, spielt auch die Zugeknöpftheit der deutschen Frauen und eine allgemeine Angst vor dem Unbekannten dabei eine Rolle, dass mein Street Game ohne nennenswerte Erfolge bleibt. Wildfremden Frauen gegenüber kann ich auch in Anwesenheit von mir meist unbekannten Publikum frei flirten. Ich kann sehr schnell Komplimente verteilen und nach der Telefonnummer fragen. Allerdings laufe ich bei diesen Frauen als Fremder meist gegen die Wand. Das heißt, werde abgewiesen, kriege falsche Telefonnummern oder die Frau meldet sich nicht, wenn ich sie anrufe. Und so weiter. Okay. Bei solchen Sachen ist natürlich eine Fernanalyse immer ein bisschen schwer, woran es jetzt wirklich liegen kann. Generell gibt es ja die beiden Faktoren, die eigentlich jede Frau dazu führen, dass sie sich in dich verliebt oder dass sie mit dir ausgehen möchten. Das eine ist die Anziehung und das eine ist der Rapport. Also auf irgendeiner Stelle mangelt es dann an einem dieser beiden Stellschrauben, will ich mal sagen. Das heißt, Anziehung, so wie ich das heraushöre, die hören dir gerne zu, sie lachen, du gibst ihnen Komplimente, wirst du wahrscheinlich haben. Es kann sein, du schreibst selber, du gehst als Fremder bei denen oder hast das Gefühl, dass du zu wenig Rapport aufbaust. Wie baut man Rapport auf? Ist ein sehr, sehr großes Thema. Aber ganz kurzzeitig ist es genau dieses, was die Leute einem im Pickup immer sagen, was man nicht machen soll. Das ist aus der Praxis heraus totaler Schwachsinn. Gerade auf der Straße sind wirklich so typische No-Gos, wie die amerikanischen Bücher schreiben, sehr, sehr gut zu funktionieren, wenn man die mit ein bisschen Humor und ein bisschen Anziehung koppelt. Also so Sachen wie, ja, was machst du gerade studierst du hier oder bist du auch aus Köln und so weiter und so fort. Gerade das sind so Dinge, die ein Gespräch auf eine Rapport-Ebene packen und die Frau halt das Gefühl hat, dich besser zu kennen. Das ist eigentlich der größte Faktor. Bei Frauen sind die Entscheidungen sehr oft mit Angst gekoppelt. Das heißt, wenn sie sich nicht meldet, liegt es daran, dass sie vielleicht kein konkretes Bild hat von euch, wer du überhaupt bist, was du machst. War auch eines meiner Fehler, die ich am Anfang sehr oft gemacht habe, dass ich halt komplett immer nur Witze gemacht habe, immer der verrückte Typ war und jeder direkten Frage ausgewichen bin. Also da einfach ein bisschen mehr Anziehung aufbauen, Rapport, und dann nach der Telefonnummer fragen.
Allerdings nimmt leider die Größe meiner Eier gegenüber Frauen in dem Maße ab, wie unser gemeinsamer Bekanntenkreis und die Anzahl der Schnittpunkte unser alltägliches Leben wächst. Deshalb fällt es mir schwer, mich einer Frau anzunähern, die die gleiche Vorlesung besucht wie ich oder die gleiche Bekannte hat wie ich. Wenn ich hier abgewiesen werde, kriegt dies meine Peer Group bzw. meine Bekannten oder meine Kommilitonen ja mehr oder weniger mit. Das ist so dieses typische Ding. Ich nenne das immer Hirnwichserei. Ich kann es total verstehen, gerade als Anfänger, dass man in solchen Kategorien denkt. Wenn du nicht gerade in dem Hörsaal vor ihr auf die Knie fällst und ihren Heiratsantrag machst vor allen Leuten und sie dir dann einen Korb kriegt, wo zum Teufel kriegt das einer mit? Keiner erwartet von ihr, dass du ihr die Liebe gestehst oder sonst was. Das Ding ist einfach, ihr quatscht miteinander, unverbindlich, locker, cool, findet vielleicht Gemeinsamkeiten und der nächste Schritt ist dann zu sagen, hey, weißt du was, ich mach nächste Woche das und das oder ich wollte mir den und den Film angucken. Du hast ja auch gesagt, du findest den Schauspieler X so toll. Lass uns das doch zusammen machen. In dem Moment ziehst du die ganze Geschichte raus aus diesem Kontext und hast sie da für dich alleine. Und selbst ich finde es immer spannend, dass sich Männer dafür schämen, sozusagen auf Frauen zuzugehen. Also ich weiß noch nicht, wo diese Scham herkommt. Die wurde uns wahrscheinlich irgendwie anerzogen. Was gibt es daran zu schämen? Und wenn ich die ganzen, das ganze, mein ganzes Semester anmache, ja, dann und mich dann irgendwelche Leute dafür testen, ob Frauen oder Männer, dann sage ich ja, sorry, ich bin Mann. Ist das nicht meine von der Natur gegebene Aufgabe? Also schämt euch dafür, dass ihr die Frauen, die euch gefallen, nicht anmacht und ansprecht. Dafür könnt ihr euch schämen. Aber dafür zu schämen, auf eine Frau zuzugehen, die einem gefällt, mit der man Sex haben möchte, mit der man eine Beziehung haben möchte, dafür braucht sich kein Mann zu schämen. Also das ist nur einer von diesen toxischen Gedankenmustern, die in deinem Kopf drin sind, wo man einfach den Schalter umlegen muss und sagen muss, Leute, das ist überaltetes Denken, go for it. Mir ist es egal, was die Leute von mir denken. Also es gibt so viele, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, Leute, die das kritisieren, was ich mache, die dich kritisieren, die irgendwas dumm finden, was du machst. Leb für dich und für dein Leben und guck, welche Leute auf dem gleichen Level sind. Die meisten Menschen sind leider, um es so im Pickup-Language zu sagen, Hater, ja. Die meisten Menschen, die geben dir nicht sagen, also ein Typ, der sich selbst mit Pickup auseinandersetzt, der selbst irgendwie an Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist, der wird dir immer auf die Schulter klopfen, wenn du eine Frau angrebst, auch wenn du einen Korb kriegst. Aber natürlich die ganzen Typen, die selber zu scheu sind, das zu machen, die wollen dich scheitern sehen. Und genau deswegen sagen sie auch, du bist ja voll der Aufreißer, machst du jede an oder sowas. Ja, verdammt, ich mache jede an, jede, die mir gefällt. Ja. Okay, wie geht's weiter? Bla 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 bla. Für den Fall, dass ich Erfolg habe, um erstmal Erfolg zu haben, muss ich x Bekannte meines Schwarms auf meine Seite ziehen und zu meinem Freundes- bzw. Bekanntenkreis addieren. Wenn der Ofen aus ist, gibt es keine Möglichkeit, sich auszufragen. Bla 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 bla. Alles bla 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 bla. Ja, da merkt man dann wieder, wie der innere Prozess hingeht. Ja, und wenn das dann passiert, dann passiert das. Und dann muss ich damit rechnen. Das machen wir Männer immer. Das ist so wahnsinnig. Bevor ein Mann eine Frau anspricht, hat er schon Szenarios im Kopf. Ja, was passiert? Und wenn ich dann das sage, dann sagt sie das. Und dann, wie reagiere ich denn da drauf? Und wenn sie nicht meine Telefonnummer haben möchte, was mache ich denn da? Die Meditationsschulen sagen, lebe im Moment. Auch hier ist das, auch das ist im Pickup, ist es wirklich eine ganz große Sache. Nicht nur im Pickup, überall. Versuch im Moment zu leben. Die meisten Menschen machen sich zu viel Gedanken über eine mögliche Zukunft, die in den meisten Fällen nie eintrifft. Diese schlimmsten Horrorszenarien, die wir uns überlegen in unserem Kopf, treffen nie, nie ein. Ja, also deswegen, deale mit den Situationen, wenn sie passieren. Und du lernst und wächst daran. Es gibt ganz viele Menschen, Männer auch, die sagen, ja, was mache ich denn, wenn ich eine Frau anspreche und dann kommt auf einmal ihr Freund dazu. Das habe ich schon so oft gehabt. Und du kannst entweder machen,
du tust es nicht, um das zu vermeiden, die Situation. Oder du tust es, die Situation entsteht und du guckst, wie du damit umgehst. Und du lernst was daraus. Ich habe mittlerweile überhaupt kein Problem damit, wenn ein Freund dazu kommt. Gar keins. Weil ich gelernt habe, mit der Situation umzugehen. Und ich habe auch nie irgendwie eins auf die Fresse gekriegt, was die meisten Männer irgendwie befürchten, dass das passieren würde. So, gucken wir mal, ob wir noch was Gehaltvolles hier finden. Okay, auch bin ich momentan eher auf der Suche nach Affären als nach einer festen Freundin und bezweifle, dass ich auf dem Campus bzw. auf Geburtstagen von Freunden finden werde. Deswegen bin ich ja raus auf die Straße und die Buchhandlung gegangen, nur leider kacke ich hier so erbärmlich ab. Kurz gesagt lässt sich mein Problem wie folgt zusammenfassen: Wenn ich Chancen habe, habe ich keine Eier und wenn ich Eier habe, habe ich keine Chancen. Wäre dankbar für einen Kommentar deinerseits. Ja. Also das ist natürlich schön, du weißt, du kennst Pickup, du weißt, ist man da, kann auch Frauen auf der Straße ansprechen oder irgendwo anders. Aber was meinst du, wenn, wo die anderen Männer ihre Affären herhaben? Richtig, von Partys, aus dem Social Circle und so weiter und so fort. Ja, oder aus dem Internet teilweise noch. Das ist gar kein Ding. Meistens sind die Frauen selber so, dass sie das nicht irgendwie so groß an die Glocke hängen möchten. Ich kenne Männer, die haben fast ihren ganzen Kurs genagelt. Ein paar wussten das, viele wussten es nicht. Im Prinzip machst du dir jetzt selber, wie schon mal gesagt, viel zu viele Gedanken. Nimm die Mädels aus deinem auf der Geburtstagsfeier, nimm sie auf den Campus. Du musst sie nicht auf der Geburtstagsfeier direkt auf dem Flur vögeln, dass es jeder mitkriegt. Also wo ist das Problem? Lernen sie kennen, ihr seid euch sympathisch und du machst es einfach auf einer ganz lockeren Ebene und sagst so, hey Mann, cool, du bist echt ein nettes Mädel, lass uns doch mal nächste Woche irgendwie was zusammen unternehmen. Und wenn dann irgend so ein Spinner oder Neider sagt so, hey, hier, guck mal, der Marc macht das Mädel an, dann würde ich mir einfach angucken und sagen, hey Junge, komm mal klar, welcher Welt lebst du? Ich gehe mit dem Mädel nächste Woche einen Kaffee trinken. Ist das so etwas Besonderes für dich? Also, ich hoffe, Marc, es hat dir geholfen. Ich hoffe, ich habe auch den anderen Zuhörern geholfen, die hier meinen Kanal verfolgen. Super toll, dass ihr da irgendwie so treu meinem Kanal verfolgt. Wenn ihr mir weiter Gefallen tun wollt, drückt den Daumen, ne? Das hilft mir sehr. Schreibt mir einen Comment, falls ihr irgendwas nicht richtig verstanden habt oder irgendwie was klar gemacht haben wollt. Oder auch einfach nur, wie geil meine Frisur aussieht oder wie geil ich bin. Und ja, so weit so gut. Bald kommt ein neuer Trailer für die Videos. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Boah, sieht richtig geil aus. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe, es wird euch genauso gut gefallen wie mir. Falls ihr es noch nicht habt, geht auf meine Seite, auch hier unten verlinkt, www.maximilian-pütz.de und tragt euch in meinen Newsletter ein. Im Newsletter gibt es ungefähr so einmal die Woche immer genauso Tipps, Fragen, Neuigkeiten aus meinem Leben. Also wer so richtig direkten Draht zu mir haben möchte und nicht immer warten, wann ein neues Video kommt, trägt sich in den Newsletter ein und kriegt von da aus Updates am laufenden Band. Auch manchmal gibt es so spontane Dinge wie ein Fernsehauftritt oder ein Radio. Da schreiben mich dann Leute an, hey, das habe ich verpasst, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Für die Leute, eintrage in Newsletter www.maximilian-pütz.de. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Maximilian Pütz.